noch die Zeit nicht aus. Durch diese Vierstellung hier, also an diesem Enduring, dadurch sind diese Substanzen oral wirksam. Das heißt, werden also 5 bis 10 Milligramm oder auch 70, die Substanzen sind an sich sehr wenig akut toxisch. Wenn die also verabreicht werden, dann sind die oral wirksam. Sie brauchen also nicht injiziert zu werden, wie zum Beispiel das DMT. Das DMT hat die Formel, indem Sie sich hier unten beim Psilocin einfach diese OH-Gruppe wegdenken. Das ist normal oral nicht wirksam, nur mit entsprechenden Mauhämmern, wo es dann die Mischung vom Ayahuasca vorliegt, da möchte ich aber auch nicht darauf eingehen. Das sind alles große Substanzgruppen, die zwar chemisch miteinander verwandt sind, aber die wirklich so viel Stoff, nicht im Sinne von Substanz, sondern vom Wissen haben, dass also da alles separate Veranstaltungen gemacht werden könnten. Wichtig ist in meinen Betrachtungen, dass das Psilocybin ungleich stabiler ist als das Psilocin. Das kommt durch diese freie OH-Gruppe und Psilocin oxidiert leicht weg und das ergibt diese Blauung der Pilze. Also wer schon mal solche Pilze gesehen hat, die bei Druck blau verfärben und psychoaktiv sind, dann sind das also diese Oxidationsprodukte vom Psilocin und jede Behandlung dieser Pilze bewirkt also, dass die Psychoaktivität weniger wird, denn das blaue Produkt selber ist inaktiv und die Blauung ist also eine echte Zerstörung des Wirkstoffes Psilocin, während das Psilocybin, wenn dieses Phosphat da oben, das ist also von der Phosphorsäure, nicht abgespalten wird, dann ist diese Substanz weitgehend stabil. Nun gibt es in den Pilzen unterschiedliche Mischungsverhältnisse und Stärken. Und das bewirkt dann auch, dass die Pilze auch unterschiedlich aktiv sind. Ich komme darauf noch zurück. Hier sind nochmal die Formeln abgebildet. Es war ein großer Glücksfall, wie ich meine Untersuchung 1983 begann, war das der Grund, dass hier um Berlin rätselhafte Vergiftungen waren, die halluzinogen wirkten und eine völlig neue Pilzart, die vorher nur 68 in Ungarn beschrieben worden ist. Und da habe ich also bei den ersten Analysen immer gesehen, dass da noch eine Substanz, ja. Schärfer. Mal sehen, ob das klappt, ja. Ja. Ja, das ist so, ja. Ich sehe das hier unten schräg. So. Also das sind praktisch also diese Stoffe, muss ich nochmal sagen, die also vom Psilocybin abgeleitet sind. Hier unten ist im Vergleich das Muscarin mit einer gewissen Ähnlichkeit, wirkt aber ganz anders, aus dem Fliegenpilz und weiteren Arten. Das ist also ein ähnlicher Ring. Und wir haben hier also nicht das Psilocin dabei. Man kann sich also vorstellen, bei diesen ganzen Stoffen, Norbeocystin, Beocystin und diesem Eroginastin, dass da dieses Phosphat auch noch abgeht und dass da auch noch eine OH-Gruppe dran ist. Das habe ich dann zum Schluss in einem Schema. Also das sind hier alles die stabilen Stoffe. Und dieses Eroginastin ist dadurch faszinierend. Ich habe also, wie ich 1983 angefangen habe, hatten wir hier diesen Pilz aus dem Berliner Raum, der also auch halluzinogen wirkte. Und nur dieser Pilz, ich habe ja wirklich sehr lange darüber gearbeitet, nur dieser Pilz enthielt dieses Eroginastin und das haben wir erst im Jahr 2006 dann endgültig mit der Struktur zusammen mit Göttingen isoliert. Und schauen Sie mal, das sind also immer Methylgruppen, es ist immer eine CH3-Gruppe mehr. Also wir haben dort hinten diese NH2-Gruppe, dann dieser Strich beim Beocystin an dem N rechts, das ist also eine Methylgruppe CH3, dann wären das zwei Methylgruppen, das sind beim Psilocybin und es war wirklich naturstoffchemisch faszinierend und deshalb war das auch so schwer, weil die sich wirklich so ähnlich sind, dieses Eroginastin als Substanz und dann sogar als synthetische Substanz zu isolieren und zu charakterisieren. Und wir haben das also letztes Jahr publiziert und also ich möchte sagen, ich habe vielleicht über 100 Pilz, verschiedene Pilzarten umfangreich untersucht und es war wirklich bloß in diesem einen Pilz drin, der aber auch mykologisch kaum mit den anderen verwandt ist. Der Pilz braucht nämlich seinen Baumpartner, um zu wachsen, ähnlich wie der Fliegenpilz oder andere Pilze. Das nennt man Mykorrhiza, also es ist wirklich eine echte Symbiose. Muss da sein, wenn also dort keine Linde steht oder keine Pappe, dann finden Sie den auch nicht. Also wenn das jetzt ein großer Sportplatz wäre und das sind also 30 Meter entfernt, dann kann der dort nicht stehen,
weil kein Baum in der Nähe ist. Während die anderen, alle anderen Pilze, die ich hier vorstelle, die zersetzen organisches Material. Die wachsen auf Dung, die wachsen auf Holz, die wachsen auf Gräser und zersetzen also diese organischen Materialien. Und die Leute wissen das nicht, wenn es keine Pilze gäbe, dann würde also kein Laub verrotten, also auch niedere Pilze und kein Holz. Und dann würde das im Wald runterfallen und der Kompostkreislauf wäre nicht gesichert. Ja, das ist wirklich die Funktion der Pilze. Nicht richtig scharf. Ja, das war nett. Wir sehen hier auch eine grün-blaue Verfärbung, das war aber relativ selten, das macht er auch nicht immer. Ja. So, das ist also die ungewöhnliche Pilzart hier aus dem Berliner Raum und ich muss auch sagen, das ist auch groteskerweise der Pilz gewesen, der auch von Laien total verkannt werden kann und auch mit giftigen Vertretern, die das Muscarin enthalten. Es war eine Sensation, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Pilzgattung, da sind 160 verschiedene Arten drin. Und bei zwei Dritteln ist bekannt, dass das Muscarin darin ist. Und nie hätte jemand gedacht, dass also in dieser Inoshybe erginescens Psilocybin drin ist, als auch dann sogar das Eroginascin. Und es gab lustige Fälle, also hier im Berliner Raum Anfang der 80er Jahre, Potsdam, dass die Pilze anstelle von Speisepilzen gesammelt worden ist. Dann saßen eine Runde am Tisch, das waren 7 Leute von einer großen Suppenschüssel und die hatten alle ihre Vision. Weil die dachten, sie haben den Nelkenschwindling gefunden als Speisepilz. Und mein Pilzbekannter, der hat gesagt, ne, welche sind denn nun die Speisepilze? Und da haben sie dann richtig wirklich, also auf den vorherigen gezeigt und haben gemeint, die Pilze sind also, das war also noch eine harmlose Verwechslung. Es kann aber auch sein, dass es mit den giftigen Vertretern aus der Eichengattung sein kann. Ja. Und das ist bei allen Pilzen das Problem. Die sich jetzt sagen, die Leute, ziehen wir mal los. Wir haben vorher bis jetzt nur ein Champignon gegessen, wollen wir mal gucken, was alles so rumsteht. Ja, mitunter steht dann aber auch der rum, der Knollenblätterpilz und Verwandte, die wirklich giftige Amatoxine enthalten. Und die sind wirklich in der Weise bösartig, dass sie erst nach 6 Stunden schon langsam den Leberzerfall anfangen. Und mitunter können die Leute mit Lebertransplantation, wenn einer zur Verfügung steht, gerettet werden, mitunter aber auch gar nicht. Also bei diesen Knollenblätterpilzgiften, steckt übrigens auch der Enduring mit drin, aber ganz verschachtet, da hört der pilzliche Spaß wirklich auf. Fast alle anderen Gifte sind schnell wirkend, aber nach ein paar Stunden auch wieder weg und da gibt es also kaum Todesfälle. Der Killer ist also der Knollenblätterpilz und auch den auch jeder Sammler von Speisepilzen kennen muss. Ja? Denn die werden mit Champignons verwechselt, obwohl das eigentlich gar nicht sein brauchte. Wenn die Lamellen gefärbt sind, ist es also kein Knollenblätterpilz. Ich möchte mal noch einen Zwischenruf machen. Ich bin also mehrfach gefragt worden, ob ich hier im Botanischen Garten noch eine Pilzrunde machen würde. Also in der Weise Grundlagen von Speisepilzen und auch giftigen Doppelgängern, also als Exkursion. Hier wird ja schon eine Kräuterexkursion gemacht. Und wenn also Leute Lust hätten, dann bitte mich danach ansprechen, dass wir einen Termin ausmachen würden, vielleicht auch so ein Stündchen, also jetzt in den Tagen. Und es sind natürlich ja keine halluzinogenen Vertreter, es geht um Pilzgrundlagen. Wie wachsen die Pilze, wie sind sie differenzierbar? Also hier werden sicher jetzt, ich habe das auch vorher nicht angekündigt, denn wenn man das meistens drei Vierteljahr macht, dann ist es meist so trocken, dass nichts wächst. Ja. Wir haben aber zum Beispiel in Leipzig auch eine gute Pilzflora und das könnte also ja auch sein. Also wer Interesse haben sollte, der kommt einfach auf mich zu, dass wir den Termin ausmachen. Und müsste natürlich ein paar mehr sein. Und ich denke, das wäre recht interessant als Grundlage, dass man mal sieht, wie ein Pilz wächst, wie die sich zu differenzieren sind. Also unabhängig von dem halluzinogenen Thema hier, sondern einfach Grundlagen. So, gehen wir mal weiter jetzt mit unserem Thema. Das ist also wie der vorherige, der spitzkirchliche Kahlkopf, der also von Hofmann auch schon 1963 beschrieben worden ist, dass er Psilocybin enthält. Die Mykeloren haben sich einfach gesagt, es sieht zwar aus, als ob in Mexiko nur solche Pilze wachsen, aber es gibt auch in Europa einen Vertreter, die sehen ähnlich. Und das war vor allen Dingen dieser spitzkirchliche Kahlkopf. Und schon 1963 wurde berichtet, dass der also, Sie sehen, also der hat auch so einen Nippe, allerdings nicht so groß, wächst auf gedüngten Weiden, also durch Tierdung gedüngt. Aber
lokal häufig, aber in manchen Gebieten auch noch nicht beschrieben worden.